Ich versuche heute mal ein wenig weniger zickig zu sein. Sagt man das so? Du bist nie zickig. Jetzt mach dir doch mal keinen Mir Stress. Mir wird gesagt, dass ich dich anzicke. Mach dir doch mal keinen Stress. Derjenige findet das, glaube ich, aber gut. Aber... Und... Ich will nicht immer schlechte Laune haben oder müde sein oder... Ich habe morgen frei. Mein Bruder hat mich heute versetzt, aber... Verlass dich auf andere und du bist verlassen, so ist das nun mal. Aber gut. Funny und... Ja, habe ich auch gerade gesehen. Wollen wir trotzdem spielen oder warten? Wann haben die betreten? Vor 4 Minuten. Ja, lass uns mal noch ein ganz kleines bisschen... Jovan hat vor 4 Minuten quasi und Funny sind vor ein paar Sekunden drauf. Ach, scheiße. Und ich weiß nicht, ob die am Spawn rumlungern, wo wir hinwollen. Die sind noch drauf? Okay. Aber nicht mehr so lange, klar. Bambi Countdown? Ja. In 3, 2, ich bin minimal aufgeregt. Ich auch. Oh Gott. 3, 2, 1 und los. Oh mein Gott. Wo bist du? Ja, wir müssen uns wiederfinden. Stimmt, so war das. Ich bin hier auf so einer Plattform vom Berg. Die haben ihn getötet. Ich hab's auf dem zweiten Bildschirm gelesen. Ja, wir sollten uns jetzt recht schleunig finden. Oh, ich hab mir Ich auch. Oh Gott. Oh Mann. Versuch's jetzt mal auf die Art. Achtung. Der Funny ist so schnuckelig, warum ist er so eine Tötungsmaschine? Wo bist du denn jetzt? Ja, ich bin halt oberhalb des Sumpfes auf... Ah, ich seh dich, ich seh dich! Oh, ich bin... Ah, da bist du. Ich bin aufgeregt, puh. Ich auch. Oh, also ich glaube, zum Spawn sollten wir erst gehen, wenn die disconnected sind. Oh Gott, ich traue mich da überhaupt nicht. Ich auch nicht. Aber was ich kurz machen kann, ist, wenn du mal kurz auf mich aufpasst. Aber wie levelt man denn am besten? Du musst dir mehr Bögen machen, fällt mir gerade ein. Und ich habe letztens Spinnendinger weggeworfen. Ich bin so dumm, warum mache ich das? Noch, ich habe noch 10 Fäden, damit lässt sich was anfangen. Dann können wir deinen Bogen sogar auch noch ein bisschen hochleveln. Ach. Meiner ist unrelevant, der wird eh nicht benutzt oder nur selten. Ich habe mal versucht, auf Conquest Sniper zu leveln, weil ich eigentlich jedes Kit voll gelevelt haben wollte. Also, okay. Also auf dem Endlevel, ne? Weil man kann. Ja. Du weißt, was ich meine, auf jeden Fall. Ja. Ne, kannst du knicken, ey. Also ich habe Sniper voll. Nichts zu machen. Ja, wir müssen nochmal wieder zusammen spielen. Große Timolia-Runde, ey. Ja, ich habe einen Stärke 2 Bogen. Okay, es ist weg. Oh Gott! Dann lass hoffen, dass sie nicht wiederkommen und jetzt zum Spawn laufen. Wo ist der Spawn? Hier lang. Hast du die Steine da gesetzt? Ja. Glaube ich zumindest. Nee, aber die waren schon letzte Folge da. Aber ich habe sie nicht gesetzt. Aber ich bin voll der Jump'n'Run Pro geworden. So vor ein paar Monaten hätte ich das im Leben nicht hinbekommen. Okay, das war jetzt egal. Oh, ich bin super aufgeregt. Ja. Ich will da gar nicht hin. Ich habe Angst, dass die jetzt wiederkommen, wenn wir gerade da sind und dann so direkt vor uns spawnen. Also, hi! Auch hier? Das ist aber komisch, ne? Ich kann... Warum bin ich denn schon wieder voll? Weil Alkohol... Ach, gut ist. Schnacker. Warum... Ah, okay. Macht Sinn. Das Zeug, was ich gar nicht brauche. Wieso ist die nicht auf... Egal. Da unten sind Kühe. Ja. Ich habe auch noch rohes Rindfleisch. Ich auch, jetzt.
So, der Spawn müsste jetzt da hinten sein. Oh, Jan, ich glaube, wir rennen gerade voll in unser Verderben, ey. Ich bin mir voll sicher. Oh Gott. Nein, wir sterben nicht. Warum sollten wir denn sterben? Ja, das war schlau, Mädel. Warum wir sterben sollten, ich weiß viele Gründe. Einer wäre? Ja, Gründe. Leute. Inkompetenz. Du musst aber mein Kill-Spoiler rausmäuseln, weil letztes Mal in den Kommentaren hat sich jemand beschwert, dass ich vorausgesagt habe, dass Blackjack stirbt. In deinem Kommentar. Wer dir zuhört, ist doch selber schon. Okay, tut mir leid, das war böse. Ich nehme es zurück. Alles gut. Nein. Warum? Jan, warum? Ja. Warum kletterst du da jetzt genau den Berg hoch? Weil meine Koordinaten sagen, dass wir da straight hin müssen. Ja, aber warum so hoch? Guck mal, du, als ob du da jetzt auf den Berg läufst. Ja, du läufst doch hier. Nee, du läufst einfach durch. Ja. Ich hab keinen. Nee, da. Ja. Ich hab übrigens überhaupt keine Ahnung, ob bei diesen Koordinaten überhaupt der Spawn ist, aber ich glaube. Bei 3000, 1000, oder? Ja, ich weiß, ich glaube auch. Ich hab dich voll. Ah, nee, ich hab dich. Das ist gut. Ich sehe deinen Namen. Ui. Oh, hier sind wir wieder auf. Ist das die Wiese? Wenn wir am Spawn sind, dann können wir vielleicht auch zu unserem Zombie-Spawner laufen, wenn der noch lebt. Stimmt. Wäre ja was, oder? Stimmt. Ja, das wäre edel. Oh, ja, Ich sehe den Spawn. Das ist gut. Oh, ja. Ist okay. Puh. Hier ist Kampfgebiet, ne? Ach, komm her. Hast du noch einen Stack Steine? Ich hab meine Steine weggeschmissen. Ja, dann hätten wir uns da auch verewigen können. Egal. Ich will nur ganz, ganz schnell vom Spawn. Ja, dann lass uns mal in den Nether gehen. Oh Gott. Das wird heftig. Das war in Staffel 1 auch schon die dämlichste Entscheidung, die wir getroffen haben, aber... Ja, du überlebst das. Ich glaube an dich. Wir überleben das beide. Hast du gerade auch voll Schaden bekommen? Nein. Ich schon. Mein Herz verloren. Ich war voll erschrocken. Okay. Oh Gott! In irgendeine Richtung, ziemlich weit weg. Ich habe echt ein bisschen Angst vor den Zombie-Pikmin. Endlich. Und vor Lava auch. Ich möchte hier 1000 Mal schneller und zieht mehr Schaden, ne? Ich weiß. Ich möchte hier schließlich nicht den Flexify machen. Haha, Seitenhieb. Oh. Ich denke mal, wir werden aber ein Nahrungsproblem bekommen. Also ich kann noch ziemlich viel braten. Ich denke nicht, wir bleiben hier nicht so lange. Hast du Erde mit? 3 Stück, wieso? Ja, zur Not können wir Weizen anpflanzen. Hier gibt's ja auch Skelette. Ja. In Festungen. Ja, wir brauchen erstmal eine Festung und nicht einen Geist. Und lass uns mal kurz Essen braten, weil sonst muss ich rohes Zeug essen. Ich hab noch ein rohes Hühnchen und... Ich hab noch 3 rohe Hammelfleisch. Ja, habe ich auch noch. So ein Cheat. Ich hab keine Kohle mehr. Kohle. Aber das reicht an Nahrung. Das Erste. Naja, wenn du das sagst. Ja.
Also neben die Picksteine. Und wir wollen es da jetzt einfach reinbauen, oder was? Ja, also ich meine, wenn das so das Oberflächenquarz alles abgefarmt ist. Also ich habe hier gerade ein wenig Oberflächenquarz gefunden, an dem ich mich jetzt mal vergreife. Ja, vergreif du dich mal. So. Boah, diesen Netherstein baue ich ja so schnell mit der Dia-Spitzhacke ab. Ich habe auch Quarz. Wird locker mein Tod sein, weil ich irgendwie eine Millisekunde brauche, um das abzubauen. Da werde ich locker unter mir irgendwas freibauen, was dann zu Lava wird. Dann weg bin ich. Ja, dann bau halt nicht unter dir ab, Schnacker. Ich darf nicht zu weit von den Öfen weg, sonst finde ich die nie wieder. Das ist auch noch klar. Ich bin schon wieder Level 7, das funktioniert echt gut. Ich bin 8, ich brauche nur ein Level. Ja? Damit ich mein Sharpness Reichwert machen kann. Ich hab auch schon Sharpness 3. Muss dann jetzt an 4 arbeiten. So ist die Fire Aspect, wäre halt auch noch mega geil. Ich sehe deinen Namen, ich komme gleich zu dir. Ja, ich komme gerade zurück hier. Nein, das ist ja. Es ist ja Quatsch. Ich komme jetzt zu dir. Okay. Hä? Ach so. Nee, von hier. Ja, ich weiß. Ich bin bla bla bla, dass ich immer hinter mir zubaue, ist mir egal, ey. Schnackt halt. Ero macht einfach ihr Ding. Ist einfach gut. Echt so. Okay, jetzt sehe ich dich doch nicht mehr, warte. Oh, ich hätte gerade fast einen Zombie-Pigman gehauen. Komm, geh aus meiner Höhle raus. Komm, geh da raus, ich will das abbauen. Dann lass... Jan! Der ist mir direkt vor die Spitzhacke gelaufen. Ja! Genau in diesen Hitweg rein. Aber, wo bist du? Du hast doch gesagt, das ist mein Name. Ich ja, bin, aber wenn du den Weg, wo du dich reingebaut hast, zurück zu den Öfen, da ist doch eine Schlucht, so ein bisschen. Wenn du da direkt geradeaus läufst, da bin ich irgendwo. Ja, ich habe auch gerade noch deinen Namen gesehen, aber jetzt halt nicht mehr. Ich höre dich aber. Ja, du bist irgendwie bei mir. Ja, ich weiß, wo du bist. Ja, ich sehe dich, alles klar. Das. Seh dich nicht. Ja, das ist ja nichts Neues. Das stimmt, Alter. Hey, ich höre dich, aber ich sehe dich auch nicht. Ich bin unter dir jetzt. Ich kann... Ich brauche den Amboss. Ja. Ich sehe dich, hi. Hi. Hast du jetzt ein wenig Essen, eventuell, weil das bräuchte ich. Danke. Das ist sehr gut. So. Lauf bitte nicht so weit weg, wir werden gleich gekickt. Ich bin eigentlich direkt hinter dir. Guck mal, ich bin auf der anderen Seite, gegenüber von dir. Okay. Meine Pick ist kaputt. Oh. Ach, was, ich bin so dumm, ey, ohne Witz. Warum? Ja, weil ich hier noch eine Werkbank gebaut habe. Rest in peace, Alex. Ohne Witz. Warum? Weil ich das von Alex hab. Achso. Dieses ohne Witz ständig. Ohne Witz, ey. Oh Gott, pass bloß auf. Lava! Jan! Oh mein Gott! Renne! Als ob! Kann mich nicht löschen, ne? Boah, fuck, ist die Lava schnell! Ja, du Nase, was...
Komm jetzt bitte her. Ja, ich weiß nicht, wo ich raus kann, okay? Oh, dann komm ich halt zu dir. Ich hab ein bisschen Angst, über mich zu bauen. Oder neben mich. Ich hab gerade eine Nahtoderfahrung gemacht. Ist die Knie eingeschlafen. Ich hab mich gerade so erschreckt. Aber ich hab's rausgeschafft. Boah, ich hab mich gerade so erschreckt. OMG! Was ist passiert? Ach, nix, frag nicht, ey. Alles gut. Boah, ich mein, das erste Mal gerade so eine Nahtoderfahrung. Hi. Hi. Ach Gott, mein Herz. Meins auch. Boah, ich kann nichts gegen diese Lava machen, die war so schnell. Wo willst du... Jan, kommst du jetzt? Das Quarz. Ja, das ist blödes Quarz. Das ist lebensgefährliches Quarz. Gehört Quarz, du bist doof. Hier ist gutes Quarz. Sicheres Quarz. Oberflächenquarz. Wir werden gekickt. Nice. Ja. Oh Gott! Mir gerade, als diese Lava kam, ich hab mich zugebaut und ich stand komplett in Lava drin. Und dann habe ich zugebaut und ich dachte, hey, die fließt ja gar nicht ab, wenn ich komplett in Lava stehe. Es ist dann doch abgeflossen. Das war so eine Nahtoderfahrung. Oh Gott. Und was hast du jetzt gemacht? Jetzt erzähl ich, seh's doch eh.